Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Im letzten Part habe ich ziemlich viel über Missing No geredet. What the fuck? Ja, und wir sind hier auf Island 5 angekommen. Und wie ihr seht, unser Pupita ist schon mittlerweile ziemlich stark. Es braucht noch 3000 Erfahrungspunkte für ein Level Up. Und ja, wir versuchen mal hier reinzukommen. Spike gab ein Passwort an Arbok Cobra. Um die Tür zu öffnen, wird ein weiteres Passwort benötigt. What? Vielleicht weißt du dieser Typ was. Du möchtest wissen, was im Lager ist? Es ist besser, du weißt nicht. Zu deinem Besten, versteht sich. Gut, wenn du der Meinung bist, dann aktiviere ich lieber mal einen Schutz. Aktiviert! Optimal aktiviert Abwehrkräfte. Weißt du etwas? Du kommst ohne die Passwörter ohnehin nicht hinein. Ich bin viel toller als du. Ich hab Brüste. Weißt du was? Du hast ja nichts verloren. Geh nach Hause. Okay, dann gehe ich jetzt nach Hause und spiele mit meinen Lego-Figuren. Nein, was wir jetzt machen, ist etwas, das ihr eigentlich nicht vergessen dürft, ist nämlich, weißt du, das Pokémon, weißt du, musst du Pokémon ablegen, weißt du, so Taubsi, weißt du, ablegen, so, weißt du, musst du Pokémon mitnehmen, weißt du, musst du mitnehmen, so Rihorn. Weißt? Und hast du noch mitgenommen Rihorn? Musst du lernen, diese Rihorn eine TM? Musst du lernen, das Zerschneider? Und musst dann feststellen, dass ein Rihorn nicht Zerschneider lernen kann, was? Seit wann kann ein Rihorn nicht Zerschneider lernen? Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen, ja, blöd. Ich hab aber ein Pokémon, das den... Ja, klar, mein Mauzi. Wo ich's doch gerade sehe, du hast den Zerschneider. So. Ja, wunderbar ist das. Ja, ich hab da mal was vorbereitet für sie. Ja. So. Ja, das ist schön. Das ist schön. Ich sollte aber vielleicht noch kurz heilen. Und dann würde ich mal sagen, es bleibt uns noch ein Island übrig. Und zwar das Island 6. Dort werden wir dann mal kurz hinfahren. Und mal dort nach dem Rechten sehen. Danke, deine Pokémon sind der Topfit, aber du kriegst sie trotzdem nicht zurück. Verpiss dich. So. Dann mal ab nach Island 6. So, grüß Gott, ahoi, wohin soll es gehen? Nein, nicht nach Orania City! Oh, Mann! Ich wollte doch in der Orania City. So. Ah, das ist im Bundpass. Möchtest du an Bord der Seesprintfähre? Ja, möchte ich. Ah, stimmt, Island 7 gibt's auch. Na, da war ich ja. Island 6, bitte. Island 7 war ich schon. Ah, Seesprint Tempo 7. Gut. Hier waren wir noch nicht. So, hier gibt es den Wasserweg. Wir rennen jetzt erstmal mit dem Fuzzi da oben. Ich trainiere heimlich, damit mich niemand sieht. Wie ich mich blamiere, Tag für Tag, weil ich nichts kann. Was hast du denn? Ein Voltoball. Jetzt verstehe ich, warum du heimlich trainierst. Jetzt kann ich absolut verstehen, warum du heimlich trainierst. So, Pupita, benutzt doch mal bitte Erdbeben. Das hat sich schnell erledigt. Ich denke mal, dieses Voltoball hat keine weiteren Fragen an mich. Was ich noch sehr gut finde, ist, dass mein Pupita jetzt endlich ein Level-Up bekommt und es sich somit entwickelt. Oh yeah. Da freue ich mich schon sehr drauf, denn normalerweise entwickelt sich ein Pupita schon auf Level 55 zu einem Despota. Aber ich wollte ja den Hyperstrahl lernen und den lernt Lavita nun mal erst auf Level 57. Und somit habe ich halt noch ein bisschen gewartet. So, hallo Pantimos. Gegen dich setze ich natürlich wieder ein Erdbeben ein. Und tschüss. Wunderbar. Level up.
So, liebe Freunde, merkt euch diese Werte. Merkt euch einfach. Vor allem, merkt euch den Angriff. 134. Merkt ihn euch. 134, gell? Was sollen wir uns merken? Genau das. So, ein Elektroball. Da werden wir mal kurz mit einem Hyperstrahl ein bisschen nachhelfen. Und tschüss. Aber irgendwie sieht Hyperstrahl in der Edition einfach nur noch scheiße aus. Ich finde, das sieht so scheiße aus. Niemand hat gesehen, wie ich verloren habe, oder? Ja, doch, ich. So, wunderbar. Während du dich entwickelst, Pupita, rühre ich mal genüsslich meinen Kakao. Oh, allein dieser Ruf schon. Glückwunsch, dein Pupita wurde zu Despota. Despota, ein Pokémon der zweiten Generation. Und gleichzeitig das stärkste nicht-legendäre Pokémon der zweiten Generation. Und es hat seinen Gesteintyp behalten und nicht den Bodentyp. Scheiße, egal. Aber ihr seht schon, 134 hat es vor Angriff und jetzt knappe 200. Was? Ja. Ahahaha. Es hat in der zweiten Generation die höchste Gesamtbasis-Wertsumme aller nicht-legendären Pokémon. Es hat aber auch verdammt gute Werte. Vergleichbar eigentlich schon mit denen von meinem Rizeros. Na gut, die von Despota sind noch besser als die von Rizeros. Ja, viel besser. Aber egal. So, ich trainiere jetzt weiterhin mein Despota. Und es geht hier jetzt schnell entlang. Sag mir, wo hier in der Gegend die Berge sind. Naja, du bist gerade auf einem Berg drauf. Theoretisch gesehen, könnte man das als einen Berg bezeichnen. Denk mal drüber nach. Los, Despota! So, Despota Spezialfähigkeit, der Sandsturm, entfacht einen Sandsturm, wie es der Name sagt. Eine etwas nervige Spezialfähigkeit, wie ich finde. Aber, mal, was willst du dagegen machen? Ist halt nun mal so. Mashok. Na, was setze ich denn gegen einen Mashok ein? Ach, das ist ja dein letztes Pokémon. Dann weiß ich schon, was ich einsetze. Und ich denke, ihr wisst es auch. Richtig, den Hyperstrahl. Und tschüss, Mashok. Oh yeah, weg bist du. Du bist jetzt tot. Spieler besiegt von Ratitos. Wir sind ja bei Final Fantasy X. Ich habe mich verlaufen, als ich gekämpft habe. Ich war auf dem Weg nach... Fuck, mir fällt jetzt auf Anhieb keine Stadt aus Final Fantasy X ein. Ich war auf dem Weg zur Josie-Straße. Das einzige Gebiet aus Final Fantasy X, das mir gerade eben eingefallen ist. Mir ist eine Stadt eingefallen, Luca! Och, ich bin so wahnsinnig. Luca, genau, Luca gab's doch. Oh Mann. Es wird Zeit, dass ich mal wieder Final Fantasy X spiele, merke ich. Es ist schon sehr lange her, dass ich das gespielt habe. So, wir schauen uns mal hier unten um, was wir hier unten so finden. Hey, Stärke brauchen wir hier. Pokémon kann diese Felsen bewegen. Bla, bla, bla. Rizeros, mach mal bitte. Jupp, 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 jupp. Dupperabu, ein Sonnenstein. Ein Item, das mich so ungefähr zu 0% interessiert. Ein Sonnenstein. Gib es einem Duflor und es wird ein Blue Bella draus. Oh yeah. Oder gib es einem, Sonnenflor und es wird ein Sonnenflora draus. Heißt das Sonnenflor das Teil? Egal, wenigstens irgendjemand muss man es geben. Ein KP plus geil. So, dann gehen wir mal hier oben weiter entlang. Ein Kampf mit dir? Hier oben? Ja. Hier oben, wo uns alle sehen können. Nackt, versteht sich.
Ein Mogelbaum Level 50. Es könnte langweilig werden. Ich meine nur, weil Mogelbaum und Erdbeben, das sind so zwei Sachen. Die verstehen sich nicht so ganz, weißt. Und tschüss, Mogelbaum. Man will es nicht glauben, aber Mogelbaum ist tatsächlich ein Gestein-Pokémon. Deswegen auch Mogelbaum. Oh, mein Herz zerbricht, da du so überlegen warst. Das hat mich geil gemacht. Oh Gott, die Arbeit tut mir nicht gut, merke ich. Top-Genesung. Wuhu, Top-Genesung ist natürlich immer was Gutes. Da freuen wir uns. Wie ein Schnitzel. Ich freue mich regelrecht ein Loch im Bauch. Dich mache ich offscreen. Damit jetzt nicht so viel Videomaterial, Zeit, Ding ins Kirchen. Du schaust mir nicht an, Fettsack. Du schaust... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Es scheint, als ob es viele ungelöste Rätsel in dieser Welt gibt. Boah, wie low halt. Dass der mich da noch sieht halt. Weißt du, wie low das ist? Ja, dann schick doch mal den Georock. Als ob das irgendwie eine Chance gegen mein Despotar hätte. So, und ich glaube, ihr könnt mittlerweile verstehen, warum ich dieses Sandsturm von Despotar nicht mag. Despotar Knirscherattacke. Es ist einfach nur noch nervig. Von der Zeit her. So, das erste Pokémon wäre besiegt und ich trinke einen köstlichen Schluck Wasser. Ach ja. Gibt doch nichts Tolleres als Wasser. So, Despotar nochmal den Knirscher. Oh yeah, mit Knirscher gehen wir nochmal richtig ab mit meinem Despotar. Als nächstes setzt du wieder Georock ein. Soll heißen wieder ein Pokémon, das keine Chance gegen mich hat. Der Sandsturm tobt. Das ist natürlich okay, aber es ist einfach nur noch zeitraubend. So, Georock, du stirbst mal bitte kurz vor mir weg. Dankeschön. Och, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich bin neugierig zu erfahren, was dich hierher gebracht hat. Ich sollte aber vielleicht nicht so laut sein, meine YouTube. Mittlerweile schließlich 23:30 abends. Ja, es ist bald Mitternacht. Deswegen sollte ich vielleicht nicht so laut sein. Gut, mit dem Geowatz hast du natürlich keine Chance gegen mich. Geowatz, die Entwicklung von Georock, ein geiles Pokémon, wie ich finde. Ein insgesamt eigentlich sehr geiles Pokémon. Ich mag Geowatz. Wow, du hast ein Erdbeben überlebt. Ich bin überrascht. Ich bin wirklich extremst überrascht. Naja. Knirscher. Wunderbar. Das Geowatz war einmal. Schon so lange her, dass ich gekämpft habe. Meine Instinkte sind schwach. Ja, nicht nur deine Instinkte. So. So, hier warten wir mal kurz, denn ein wildes Pokémon, ein Yanma, hallo, dich haben wir noch gar nicht gesehen. Hallo Yanma, wie geht es dir? Geht es dir denn gut? Ich möchte gerne einen neuen Klingelton. Liebes Yanma, bist du verwandt mit Yamba? Reicht das? Oh, das reicht da hin und vor nicht. Naja, darauf habe ich keinen Bock. So, und nun warum ich den Zerschneider mitgenommen habe. Ganz einfach, wenn wir hier Surfer einsetzen und hier einmal rumfahren, merken wir, hier ist nichts. Ein Filino haben wir auch noch nicht gesehen. Ebenfalls wie Yanma, ein Pokémon der zweiten Generation. Filino kann sich im Übrigen entwickeln zu einem Pokémon mit dem Namen Morlord. Nicht so mein Fall, aber egal. So. Die Tür bewegt sich sorgfältig untersuchen, ja. Bla bla bla. Breilschrift nennt man das ja.
Und wisst ihr, was hier steht? Genau. Was steht da? Ganz einfach. Zerschneider. Dort steht Zerschneider. Wenn man das nicht weiß, hat man ein Problem. Gut, okay. Es ist dieses Braille-Alphabet im Special Cover Dingenskirchen da von Pokémon dran. Oh Gott, nicht das. Gut, aber da part ist ihr vorbei. Habe ich wieder den gleichen Kack hier. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Pokémon Feuerrot für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.